herzlich willkommen zu einer neuen Folge Biberfelde Multiplayer Version 1.2. Mit dabei ist Schmidi. Moin! Moin! Mäusezähnchen! Und wir fangen direkt an zu initialisieren. Wir tauschen diesmal ein bisschen die Wachen durch, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also entweder geht das völlig in die Hose, weil ich immer in dem unteren Bereich mich aufhalte, weil ich in jeder Folge immer die 1 spiele. Ja. Das tauschen wir jetzt. So. Oder es geht einsatztechnisch in die Hose. Genau. Ist ja nicht so, dass wir das schon irgendwie in einer Folge davor hatten. Nein. Auf gar keinen Fall. Genau. So. Wo du mit deiner Lakritzstange da, ne? Ist ja, was löschen genau. Wolltest. Wo ich mit meiner Lakritzstange mal eben einen Baum ausmachen wollte. Das Feuer ist leider ein bisschen ausgeweitet. Das wurde ein Großeinsatz und dann haben wir gesagt: Nö, Feier. Ja. Scheiße. Wie wir schon gesagt haben, wir haben alle wieder ein bisschen mehr Luft momentan und deswegen kommen auch wieder ein paar mehr Folgen. Ich hoffe, dass ja. zum Freude der Zuschauer initialisieren wir schnell die 2 des Rettungsdienstes, ich mach schnell die 1. Ja. Oh, das ist ein Massenanfall von Verletzten sogar fast. Ja, 4 Verletzte ist gleich schon. Okay, ja gut, Einsatz Mitte, ne? Ja. Möchtest du den Einsatz leiten? Kann ich machen, ja. Okay, dann schnell mal eben durchinitialisieren, damit ich Polizeifahrzeuge dahin kriege. Okay. Ich müsste eigentlich jetzt alles haben. Ich habe mir Pol 1 und RD5 genommen. Kannst du jetzt auch RD3 nehmen? Ja. FFM oder Feuerwehr haben wir alles durch. So, was brauche ich denn? Ich brauche auf jeden Fall 2 NA, 2 RTW. Genau, also ein RTW, ein NAF kommt von mir jetzt oben runter. Und das ist die gut. Polizei. Dann schick mal von Wache 2 deinen Rüstwagen noch bitte mit. Ja. Und denk an die Lakritzstange, ne? Vor allem Lakritzstange. Ja. Von unten noch. Was hast du jetzt? Also du hast RTW NEF geschickt, ne? RTW ja. NEF und 2 Polizeifahrzeuge. Ich habe auch RTW NEF, dann hole ich. Dann schick mal von deiner BF2, schick auch noch mal ein RTW mit, bitte. Und dann haben wir rettungstechnisch eigentlich alles da. Okay, erste Rettungsdienstfahrzeuge sind vor Ort. Genau, deinen Bereitstellungsplatz. Ja. Rettungsdienst machen wir dann. Genau, vorm Hotel. Ja, ja. Schon unterwegs. Ich fange an zu sichten. Ja. Ach, du hast auch schon 2 Polizeifahrzeuge geschickt, okay. Ja, wir müssen auch gleich Unfallaufnahmen und sowas, ne? Okay, dann bleib du mal mit der Polizei in deinem Bereich da, dann kann ich, du müsstest die gleich mal eben ein Stückchen wegfahren, damit ich da zu einer Einsatzstelle kann. Höre, ist in Arbeit. Meine Polizei? Ja, ja, die von oben gekommen ist. Dann bleib ich nämlich auf dieser Seite hier. Mach die Straße. Würdest du dann bitte mit deinem Rüstwagen den zieh mal bitte vor auf die Abbiegerspur. Warte. Mach mal bitte schnell die Straße zu. Ja, zu spät. Steht. Okay. Dann mache ich mit meinem ersten HLF fange ich dann auch an zu schneiden. Ah, ja. Das zweite HLF macht den Brandschutz. Okay, ich gehe zu dem Bulli in der Mitte fange ich an, ne? Ja. Ja, genau. Schon unterwegs. So, machen wir den Verkehr hier eben weg. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt.
Dann schick, glaube ich, nochmal lieber den Hubschrauber. Du hast die 1. Ja, stimmt. Richtig, ja, dann schicken wir mal den Ruby mit. 2 schicke ich mal auf Streife. Wie viele Verletzte haben wir denn? 1, 2, 3, 4 Verletzte. Ja. Was gibt's? Denkst du noch ans Schneiden, Christian? Ja. Fange ich jetzt, starte ich jetzt mit. Gut, ich gehe weiter zum. Zu dem Audi. Oder nee, da bist du. Okay. Ich komme nicht. Da geht auch hier rum zu dem blauen da. Ach, genau. Ich komme nicht an den, an das Fahrzeug in der Ampelkreuzung, ne? Da komme ich nicht hin. Ja. Okay, dann hoffe ich, dass ich da hinkomme. Ansonsten. Der in dem Bulli in der Mitte ist gelb. Okay. Höre, schon unterwegs. Alles klar. Wo haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, wo ist Neff? Ach, in dem blauen. In dem blauen. Okay. Ja. Ja, wie gesagt, müssen noch auf jeden Fall Notarzt haben wahrscheinlich, ne? Wenn nicht sogar 2. Ja. Der Hubschrauber ist alarmiert. Jo. Ich, schick noch mal einen von außerhalb. Christian, könntest du deinen Rettungswagen, der 2 RTB 2 eben von der Kreuzung wegnehmen? Eine Reanimation. Höre. Ah, ZX. Ja. Das war der Audi-Fahrer, ne? Nee, das war der aus dem Kleinwagen. Achso. Einen roten. Ist in Arbeit. Ja. Auf dem Weg. Was gibt's? Höre, bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Schrauber ist da. Steuerst du? Okay. Ja, ich lasse ihn jetzt mal befreit. Ich lasse ihn da jetzt mal stehen, obwohl er da blöd steht. Ja, Patient X. Zweiter? Okay. Ja. Gut. Alle Fahrzeuge sind uns frei, ne? Ja. Das ist ja gar nicht meine. Ja. Gut. So, da fange ich kann an mit. Der schon wieder fahren. In der Mitte. Ein Patienten, der in der Mitte liegt, den nehme ich jetzt auf. Ja. Bin unterwegs. Höre. Gut. Okay, dann. Ja, jetzt umgehen. Zieh ich meinen RTW 1, zieh ich wieder ab in die 1 und schicke ihn hoch. Er nähe von außerhalb, lass ich gleich abdrehen, aber. Ist glaube ich schon da jetzt gerade. Ach, ist schon da, ja, gut. Ja. Ja, schon unterwegs. Was machen die denn hier? Mein Gott, ey. Wird umgehend durchgeführt. Gut, dann Hubi weg. Wird umgehend durchgeführt. Ach, das steuere ich selbst mal. Ich habe noch meine Mulde jetzt alarmiert. Ja. Sattelt er gerade auf. Hast du denn jetzt noch einen Rettungsdienst frei, der meinen Patienten gleich aufnimmt? Ja. Okay. Übernimmst du den Patienten dann? Ja. Okay, dann schicke ich meine Notärztin jetzt in den RTW von der 1 und fahre ins Krankenhaus. Ja. Haben wir Sommer und Wegerecht. Waldkrankenhaus. Ja, verstanden. Seid ihr Stockholm angemeldet? Ja, natürlich. Sonst mach ich das. Ja. Ja, schon unterwegs. Ja. So. Okay. Schön. Bin unterwegs.
Dann haben wir eigentlich fachgerecht abgearbeitet. Auf jeden Fall. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Bestatter. Okay, NA begleitet. Bestatter lasse ich jetzt auch mal irgendwo fahren. Ja. Zwei Bestatter auf dem Weg. Mhm. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwo und unten drunter Öl liegt. Ja gut, aber ich habe ja hier jetzt Kräfte vor Ort. Ziehe ich meinen Rüstwagen gleich auch wieder in die 1, ne? Ja, kannst du jetzt schon machen. Ja. Der Rüstwagen kann eigentlich fahren. Gut, Abschlepper sowie Bestatter sind auf dem Weg. Schön. Schön, schön. Was sollen die Schaulustigen da in der Angelstelle? Ticken die nicht mehr sauber? Ja. Abmarschen. Scheiße, jetzt kommt ein Bestatter kommt jetzt mehr, aber dann machen wir. Schon unterwegs. Ja. So. Wird umgehend durchgeführt. Ach, da ist ja schon einer. Ja. HLF 1 und ELW verbleibt an der Einsatzstelle. Umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Abschleppdienst Hübner ist auch da. Sehr schön. Dann gehst du auf Streife. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Vielleicht kriegen wir heute auch noch Alarm. Ja. So wie gerade in der Folge. Schade, dass die Aufnahme lief, als der Alarm kam. Das wäre. Fahren wir hin? Jo! Ja. Sehr. Und tschüss. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Obwohl, warte mal, die Mulde braucht keinen mehr durchfahren. Nee, die Mulde kannst du abholen. Dann mag vielleicht noch ein Fleck Öl oder ein von den Autos sein. Ich glaube, ja gut, aber ich habe ja noch ich habe ja noch mein HLF hier. Ist da zufällig ein Polizeifahrzeug frei, was die was mir den Weg da aufmachen? Ach nee, ich habe ja selber. Brauchst gar nicht. Ja. Das ist auch gut, dass mein NA wieder frei ist. Genügend Abschlepper hattest du jetzt bestellt? Ja, die stehen schon in Bereitstellung, ne? Ich bin gerade nur auf der anderen Einsatzstelle, warte. Wo ist denn der? Kurz sagen, wo stehen die denn? Oben. Zwei brauchen wir noch. Oder sogar drei vielleicht. Mal gucken. Also normalerweise sollen die auf dem Weg sein, aber ich sehe gerade, die kommen scheinbar irgendwie doch nicht. Jetzt fährt einer los. Mhm. Und lass ihn nochmal einkommen. Ja. Jetzt sind zwei unterwegs, da brauchen wir aber noch drei, ne? Ne, zwei. Da habe ich was. Ja, wunderbar. Wo bleibst du hier? Zack. Eingepackt. Notfallsynkope ist auch rot. Ist in Arbeit. Oh! Ist auch schon fast was für Heli, ey. Hast du?
Ja. Schick mal bitte auf den... Höre. Kannst du die bitte auf den Parkplatz von der... Ja, genau. Den Heli wolltest du haben? Ja, kannst du den bitte auf den Pitstop-Hof schicken? Ja. Nicht auf dem, wo ich gerade einsatzmäßig bin. Was gibt's? Pitstop-Hof? Der ist daneben. Ach, hier, der Reifenhändler, ne? Kommt! Danke! Ah, guck mal, Holzmeister ist auch da. Sehr gut, sehr gut. Holzmeister? Achso. Abschleppunternehmen Holzmeister. Steht das da echt drauf? Wenn du das Fahrzeug auswählst. Ach, da steht's da zwar. Holzmeister, ja geil. Ja. Ja, siehst du, jetzt kommt nämlich der andere auch, der hier gar nicht mehr hin muss. Glaube ich. Ne, ich glaube auch nicht. Ja, dann sattel du den auf und der fährt wieder weg. Ich glaube, die anderen beiden gehören da nämlich gar nicht zu. Der rote ist ja nicht beteiligt. Eigentlich nicht, ne. Ah, guck mal. Kann auch alles abholen. Gut, Straßensperren können aufgehoben werden. Verstanden. Einsatzstelle an die Pole übergeben. Wir rücken einsatzbereit wieder ab. Kommen. Juhu. Was macht der Heli? Kommt. Ach ja, ich steuere den ja, ne? Ja. Ist in Arbeit. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja. Eigentlich müsste der... Ja, kommt jetzt gerade. Ah, jo. Schon cool, so ein Heli, ne? Klar. Ja, dann lasse ich die Mulde mal aufgesattelt. Jo. Da gibt es noch eine fachgerechte Übergabe jetzt hier. Von NA zu NA. Dann wird das aus. Ja, auf dem Weg. Ja, bin unterwegs. Okay, so. Jo. Dann nehmen wir die Aortendissektion mal, ne? Ist ja kritisch, ne? Jo. Die nimmt mal. Ganz klar, beste, haut da rein. Jo, tschüss. Tschüss. Eins, zwei. So, wo fliegen die hin? Ins Krankenhaus. Bald Krankenhaus. Weiß ich nicht, kann ich nicht angucken. Ach so, macht der Welt dann selber aus. Ja. Er sucht sich selber die Schwerpunktklinik aus, glaube ich. Ui. Ja. Ja. Das können die wohl. Na? Ja. So, NAF ist auch wieder Status 1. Kann wahrscheinlich direkt da durchfahren, ne? Oder, ah ne, das ist dein Einsatzgebiet. Ja, ich bin hier nah dran. Was ja frei. Ist direkt nebenan. Wo ist das da? Der Sportplatz. Gut ist am Dom. Ah, kleines Kind ist blind da, 100%ig. Ja. Appendizitis. NRF von 1, RTW 2. Oh. Irgendwie ist noch irgendwas offen, ne? Nee. So. Ah, da wird schön fachgerecht geparkt, wie ich sehe. Ah, sonst beschweren sich die Leute doch. Der gemeine Bürger. Nicht dran an den Bengel. Jetzt. Wunderbar. Oh, alles gut.
Behandlung vor Ort. Patient verbleibt in Obhut der Kinder. So sieht er da aus. VT, Beste. Ja. Wir rücken einsatzbereit wieder ein. Die alle mal hier so ein bisschen wegsortieren. Abmarsch. Was macht ihr überhaupt hier? Haut ab hier! Nein! Ach, das solltest du doch gar nicht. Hat er den jetzt aufgehoben? Machen wir so. So. Wo geht's hin? Ja, das müssen wir noch schauen. Waldkrankenhaus hat noch 5 intensiv, 10 normale. Okay. Ah, ich denke, Hochschul, ja. Genau, bloß raus aus dem Kreis, ne? Ah, den mache ich. Ja. Wieder mit der Nase. Ja, wir fahren Waldkrankenhaus. Ist verstanden. So. Wo fährst du bitte? Jawohl. Los geht's. Dann haben wir soweit alles laufen, ne? Ja, ist korrekt. Was geht auf dem Weg? Oh, schön, mit LRF. Klar. Mit dem Löschretter. Oh, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Boah, mein Gott. Wahnsinn, ne? Oh, jetzt zack, zack. Geil. Klar. Geil, geil. Na klar. Klar. Klar, ey. Klar, klar. So, komm. Jetzt nochmal. ONA kommt auf. Jawohl. Ja, das ist doch dein gereicht, ja. Oh, das liegt da in der Halle. Kommen wir da so rein? Ja. Ich weiß auch nicht, was das, wenn ich ehrlich bin, darstellen soll. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Flüchtlingsunterkunft ist oder so. Also so vom Bau her würde ich das sagen, ne? Ja, oder von könnte. Innen drin. Bin mal gespannt. Ganz sogar ohne Notarzt. Ja, unterwegs. Deine Synkope? Ja. Der Schock. Nee, das war eine Hypoglykämie oder nicht? Nee, Schockzustand war das Synkope. Wunderbar. Wollen hier nicht die Autos blocken? Ach, liegt auf Toilette. Ah. Der Klassiker. Ah. Der Klassiker. Ja. Ach. Geht ja. Ja. Alles gut. So. Jetzt waren wir natürlich so heiß drauf. Ja. Ah, nee, nein, nein, nein. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Besser ist. Den können wir mitnehmen. Weiter einsteigen. Hypoglykämie. Hast du fachgerecht abgearbeitet, sagst du? Ah, klar. Mit dem 1 ETW 1. Ja. Schönes Auto. G20 schon während der Fahrt aufgezogen. Hashtag G20. In die Kommentare. Ja.
Wie, das wird ohne Alarm gefahren oder was? Intensiv 5, normal 9. Okay. So, wann passiert hier endlich mal was? Also ein Unwetter oder sowas. Ein Unwetter willst du haben? Ich sag so, ich hab die Leberkleidstelle, ne? Ich kann's entscheiden. Ja, ich komm. Weiß. Ich kann weiß. Entscheiden, was passiert hier in den Laden. Ja. Ich meine, im Regnen ist es ja schon. Ja. Oh, mit Drehleiter. Oder? Nee? Ja. Warte? Doch. Oh, schön. Polizei kommt von mir. Jo. Straße abgesichert werden, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ach. Krankentransport. Ganz wichtig. Ist überhaupt noch einsatzbereit? Um 18.28 Uhr. KT. Kein Problem, den disponiere ich dahin. So, DL für Rettungsdienst läuft. Ja. Das ist so verstanden. Da kommt nochmal auch der Löschzug an, ey. Los geht's. Ja klar. Ja, im Weg. Muss ja auch fachgerecht hier abgearbeitet werden, das Ganze. Auf jeden Fall. Und falls da Trageunterstützung besteht, ne? Ja, ja, klar. Wenn du raus willst, Patient sieht aber Bescheid, ne? Bitte? Achso, wenn du raus willst aus der Straße, sagst Bescheid. Ich hab jetzt zugemacht. Du hast ja vorne zugemacht. Ist kritisch oder was? Nee, geht. Alles gut. Sein Fahrzeug mal bitte da. So, Krankentransport wird auch abgearbeitet. Höre ihn unterwegs. Schick das Fahrzeug, was vor dir ist, mal eben weg. Aber warte, da kommt noch ein zweiter Streifen, dann schicke ich die dann. Ja, dann mach hier mal eben zu. Was geht unterwegs? Alles klar. Bin ich hier schon mal mit den. Mit den Boys hier. Patientin runter, den Patienten runter. Ja, schon unterwegs. Jetzt muss ich die Sperre doch wegen dem Autofahrer wieder wegmachen, ey. Oh, oh, oh. Ach, oh, oh. Gott. Schrecklich. Ja, auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. So, Person wird über Drehleiter gerettet. Und fachgerecht an den Rettungsdienst übergeben. Sicher. Zack. Was gibt's? Ärzte dann auch noch mal raus hier. Aus der Bude. Der KDW hat noch eine lange Verlegung bekommen jetzt. Oh Gott. Ja, Hochschulklinikum, ne? Oh. Gute Reise. Bis morgen früh. Höre, auf dem Weg umgehend Straße ist wieder frei. Schön. Vielen Dank für die Mitarbeit. Ja, kein Problem.
Status 2. Zack, zack. Ja, ein bisschen ruhig heute, ne? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. So ein paar Einsätze hier. Tägliches Geschäft. Tägliches Geschäft, sagt er. Oh. BMA-Auslösung. Kino. Schicke ich doch mal den Löschzug dahin, ne? Oh, hab ich schon bestätigt das Feuer? Bis jetzt. Also von außen. Ausfahrt finde ich richtig geil von dieser Wache, ne? Ja. Ja, die Wache 4 ist alarmiert. Oh. Von Wache 1. Es ist schon so richtig so ein bisschen so selbstverständlich für mich, dass das irgendwie schon in der Hinterhand so ein bisschen passiert alles, ne? Ich vergesse das immer durchzugeben, ne? Ja. Tja, vielleicht brennt er wirklich was. Wache 1 kriegst du den Halbzug. Schön. Da kommen sie. Einander vorbeifahren wollen, ne? Ja. So, 4 HLF 1 ist auch da. Oh. Kunden mit dem Gruppenführer. Auf dem Weg. Höre, wird ausgeführt. Ja, von außen, so keine Feststellung. Unterwegs. Schon unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, bitte. Hast du das bei DHL gesehen? Oh mein Gott, was ist da denn los? Auf dem Weg. Nein, hab ich nicht. Nein. Wieso geht die BMA nicht hoch? Weiß ich nicht. Ja, dann an der ersten Einsatzstelle keine Feststellung. Christian, deine Einsatzstelle jetzt? Ja, dann, wenn du da... Ah, jetzt. Oh, da kommt ja ein Alarm. Ja. Bin unterwegs. Wieso ist mein ELW denn... Schon unterwegs, umgehend durchgeführt. Alter, was ist hier denn los? Das kommt wahrscheinlich, weil ich auf die Einsätze geklickt habe vorhin. War so, hier, komm mal ein, bring mal ein, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, machst du da mal bitte die Straße hier, soweit alles schon dicht. Dabei. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht weiter sich ausbreitet. Hör auf dem Weg, alles klar. Jo. Dann ziehe ich meinen 4 HLF 1 dann da ab. Wenn du davor, also von vorne löscht, dann ziehe ich meinen Löschzug gleich hinten rein. Ja. Gut, mein Löschzug kommt auch. Ja, machst du mal, kümmerst du dich gleich eben um Personenrettung aus dem Gebäude? Ja. Ich kümmere mich dann auf das, um das Gelände dahinter. Dein ELW steht oben. Ich weiß. Ach so. Der sollte eigentlich an der Wache stehen. Aber irgendwie steht jetzt hier. Naja. So, mein Löschzug kommt. Rettungsdienstbereitstellung kannst du beim Busbahnhof lassen. Okay. DLK zieht direkt durch nach hinten. Ja. Auf dem Weg.
Eine verletzte Person, ich weiß nur noch nicht wo. Wahrscheinlich im Gebäudeinneren. Ja. Da musst du auf jeden Fall sofort eben rein, ne? Ja. Such schon mal, ob wir irgendwie evakuieren können. Ja. Verstanden. Was gibt's? Es könnte ein bisschen hot werden gleich, glaube ich. Ja, ja, mein Quatsch. Ernsthaft? Auf dem Weg. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwo aufgeparkt, ey. Ja? Ich muss tatsächlich umfahren, ey. Was gibt's? Schon unterwegs. Bin unterwegs. Ja. Zwei verletzte, aber, ich bin da drin. Raus. Ich bin drin, ja. Sind auch nur zwei Personen im Gebäude. Ja, ist doch schon mal gut. Unterwegs. Kommen beide raus. Ja. Dort gemacht. Höre. Verstanden. Warte, ist dem Top sogar zu heiß geworden? Gibt's ja nicht. Höre. Kein Problem. Auf dem Weg. Ach, Scheiße. Bin unterwegs. Was gibt's? Verstanden. Höre ihn unterwegs. Auf dem Weg. Was geht schon unterwegs? Wird gemacht. So, ich leg die mal schon hier unterwegs. Auf die Fahrbahn ab. Ja. Was gibt's? Wird gemacht. Bin unterwegs. Verstanden, ja? Fange ich jetzt mal direkt an hier. Bin unterwegs. Wird gemacht. Was gibt's? Wird Gebäude wird gelöscht. Richtig. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Ernsthaft, ist mir das wieder zu hot geworden, oder? Wird umgehend durchgeführt. So. Wird umgehend durchgeführt. Gut. Fahrheit. Ja, Person hast du mir da hingelegt, ne? Ja. Los geht's. Höre. Gut, dann kommt von oben noch ein Rettungswagen und ein RTW. Hast du einen Rettungswagen mit von der Wache? Nee. Okay. Okay, den muss ich mal eben debuggen. Auf dem Weg. Da komme ich nicht hin. Christian, deine Polizeitraube muss da vorne mal eben aufgelöst werden. Ja. Sofort. Also hier im vorderen Bereich. Ein gelber. Mhm. Gut. Ja, haben wir ja soweit gut im Griff. Ja. Richtig. Das ist gut. Gebäude ist, glaube ich, dauert noch ein bisschen. Nicht da einfahren. So, eine Patientin aufgenommen, die fahren wir gleich schon weg.
Ja. Ich weiß nicht, ob sie nur das braucht. Ich denke eher nicht. Das Gebäude zündet wieder durch, ne? Hast du einen Innenangriff im Gebäude? Nee. Ja, geh mal, rein. Geh mal rein damit. Ja. Nee. Einfach, ich komm schon weg. Ja. Oh, brennt doch noch innen drin. Aber irgendwie kann ich das nicht löschen. Ja, wenn du den da reinschickst, dann müsste das eigentlich gehen. Ups. War zu weit. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Du weißt ja, fein mit der Kritzstange. Höre. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Fein mit der Kritzstange. Familie Kritzstein. So, dann brauchen wir einen Hydranten hier. So, braucht das Intro, sagen wir regelrecht Waldkrankenhaus. Verstanden. Höre, verstanden. Höre, bin unterwegs. Dieses Gebimmel, ey. Ich gehe schon mal mit meinem Zugführer und auf dem Weg zu dem Gebäude, zu der Brandmeldeanlage. Mhm. Was gibt's? Schon unterwegs. Alles, es sieht soweit doch ganz gut aus. Ich denke auch. Rennt da noch viel in drin? Nee, es geht eigentlich. Ich habe da jetzt meinen TLF mit Werfer eingestellt. Dann schick welche mit Feuerlöcher noch rein. Ja, ich muss jetzt gerade mal gucken. Weil aus irgendeinem Grund ist bei mir die Wasserversorgung vom ALF abgerissen. Okay. Auf dem Weg. Pumpe hast du aber angemacht, ne? Ja. Zeichen an, dass ich kein Wasser mehr im Tank habe. Noch nichts funktioniert. Das geht nicht. Das geht nicht. Schöner Löschanker, finde ich. Schön. Ja. Da brennt aber noch ordentlich, ne? Ja. Ja. Verstanden. Ja, also irgendwie scheint mein Tank wohl ein Leck zu haben. Geht nicht? Jedenfalls habe ich kein Wasser. Aber mein TLF macht das hier ja schon. Okay. Dann nimm doch bitte eben die Leute mit PA und geh mit Feuerlöscher rein, weil innen brennt's ja. Schick nochmal einen Haare von außerhalb eben. Ja. Falls ich hab noch eins hier. Ja, sonst mach doch damit einen Löschangriff. Oder nimm die zwei auch und geh damit rein in deinen Griff. Ich hab kein Personal mehr frei dafür. Höre, auf dem Weg. Ja.
Das Gepiepe geht so gar nicht auf den Geist, finde ich. Nein. Ist schön, wenn man das ausschalten könnte, weißt du, so... Piep! Ja. So. HLF von außerhalb ist unterwegs. Mhm. Wollte mir das eigentlich schicken, aber ich habe das falsche Auto angewählt. Macht nichts, von mir kommt auch noch ein HLF. Schön. Vorher hätten wir doch gerade verfahren können, oder nicht? Ja, das wäre geil. Ja, das ist da. Ja. Pass auf, mein Haarlip ist gleich da und dann ist alles anders. Ich schätze. Ah, oh, ich sitze hier nur. Natürlich nur zu viert drauf. Feuerwehr Bärenstein. Ja. Steht das drauf allerdings? Was denn? Steht das an der Tür dran? Oder was? Jo. Da kommt er. Und dann geht's gleich ab in den Innenangriff. Ja, ich bin jetzt mit drei Mann im Innenangriff. Ich würd das richtig cool finden, wenn du jetzt noch das Plugin hättest, was ERS Berlin hat, wo du die Atemschutzüberwachung noch hast, weißt du? Ja. Alter, da drehst du ja völlig am Rad. Das wäre echt cool. Das wäre aber richtig realistisch, das wäre richtig cool. Ich zieh mal mein Haarle vor, ne? Ja. Basti schon unterwegs. Ja, warte. Jetzt. Mein halbtoter Feuerwehrmann. Gruppenführer, meine ich. Ja, damit. Jetzt ist aus. So. War klar. War klar. Ja. Jetzt, war wo du klar. Da bist. Ja. War doch sowas von klar. Ja. Selbstverständlich. Oi. Ja, einer hat erfolgreich abgearbeitet, ne? Ja, trotzdem vielen Dank für die Mitarbeit. Ey, kein Problem, Abspann 20-1, abrücken, beste. Wunderbärchen. Aber ich glaube, wir können uns in der Zeit auch schon verabschieden, weil die Folge ist, glaube ich, lang genug geworden. Auch wenn es heute ein bisschen ruhiger war. Aber. Auch sowas darf mal vorkommen. Richtig. Ja, schon unterwegs. Finde ich auch. Sofort. Nicht mal alles actionreich hier. Nicht immer ja. Nur Stress und Hektik. Ja. Ich kann das nicht mehr. Ja. Ja, ja, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen bei euch. Und ich würde sagen, schaltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Oh. Wo kommt das her? Da hau ich auch noch einen raus. So, tschüss, ihr Lümmel. Ja, ja. Ciao. Bis dann, haut rein, ciao.